Moin, ihr Kulturbanausen, ja. Bin jetzt auch hier, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Uhr. Könnt ihr mich sehen? Ihr könnt mich nicht sehen. Das ist auch total super. So, Schlüssel haben wir. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Jut. Oh, sorry. Es ist ein bisschen am Regnen, aber das soll unserer Lust, heute zu arbeiten, keinen Abbruch tun. Ja, ne? Wir sind jetzt auf dem Betriebsgelände der Firma Expotrans in Elsdorf. Da übernehmen wir jetzt unseren Lastkraftwagen und dann werden wir damit nach Maasdorf fahren. Wir fahren heute Trockenbaustoffe, was ich total begrüße. Okay. Was ich total begrüße, ist der Anhänger eigentlich noch ab, ja, ne? Ich bin ein bisschen durch den Wind, weil wir hatten, also ich hatte gestern frei. Bedingt, dass ich mich ja um meinen PKW kümmern. Boah, so müsste das eigentlich gut sein. Ich hoffe, die Kamera ist richtig eingestellt. Ich habe eben irgendwie... Warte. Bleib doch mal locker. Könnt ihr mich sehen? Ich habe meine Sonnenbrille mitgenommen, falls heute... Aber kommt nicht die Sonne raus. Also, wir gehen uns jetzt gerade noch... Ich habe heute wieder Laber, Junge. Ich laber eine Scheiße. Wir holen uns jetzt gleich drinnen noch einen Kaffee, weil wir haben jetzt 7 Uhr. Ich muss um 8 Uhr in Maasdorf sein. Ich fahre ungefähr, rechnen wir mit einer halben Stunde ungefähr, wenn kein Verkehr ist. Haben wir Verkehr. Wie geht es euch eigentlich? Mir geht es jetzt gut. Also seitdem ich gestern die ganze Kacke da organisiert habe. Mit Polizeianzeige wegen Fahrerflucht. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber die Beschädigung an meinem Auto ist ja auf der rechten Seite. Das heißt Richtung Gehweg, also nicht Richtung Straße, also da wird keiner reingefahren sein, das ist irgendwie von unserer Baustelle aus, aber es war ja keiner und dann hast du Lauferei, du musst ja quasi zur Polizei, aber die haben auch direkt gesagt, das bringt sowieso nichts, weil die finden sowieso nichts, aber ich brauche das für die Versicherung, wo ich dann auch gestern Morgen war, er hat mir dann gesagt, die nehmen halt nur, oder er kann das nur weiterleiten, er selber nimmt in dem kleinen Büro keine Schäden auf, also ist keine Unfallaufnahme. Deswegen hat er das aber super freundlicherweise weitergeleitet und mir einen Anruftermin gemacht. Also, dass mich jemand anruft, hat er gemacht für 17 Uhr und ich glaube, die haben um 16.20 Uhr schon angerufen. Die Frau von der HOG war super nett am Telefon. Ich habe direkt eine Schadennummer bekommen und ich habe mir ja gestern auch direkt bei der Firma einen Kostenvorschlag machen lassen. Das habe ich online alles rüber geschickt. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich lasse meinen Wagen ja sowieso ein bisschen umbauen, weil der Mi ist auf jeden Fall gesagt worden von der Firma Seat, wo ich immer hinfahre, nach Rommerskirchen. Der wird nicht mehr gebaut, so, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, behalte ich den und mache den ein bisschen besonders. Genau. Und der ist ja 8 Jahre und der hat ja ES 76.000 gelaufen. Also den habe ich eigentlich noch Jahre. Und jetzt fahre ich eben im Fahrrad zur Arbeit. Ne? Jetzt ist das ja noch was anderes. Ja, und ich bringe den jetzt am Freitag wahrscheinlich dann schon in die Werkstatt. Das ist die Werkstatt, die auch den Wagen besonders macht. Jetzt aber auch noch die ganze Seite repariert. Also die tunen quasi, auch für den Ring, wo ich mit meinem natürlich nicht drüber fahre mit 60 PS Dreizylinder. Ich mache ja nur wegen der Optik, aber die tunen auch. Karosseriearbeiten machen die und die lackieren, also quasi tutti completti. Und jetzt bringe ich den Wagen dann schon dahin und lasse ihn einfach da stehen, bis der komplett fertig ist. Das kann also einige Wochen dauern, das ist mir auch egal, weil ich fahre ja quasi Fahrrad. Wie geht's euch eigentlich? Ich bin gerade Abfahrtskontrolle am machen und jetzt kann ich dir mal zeigen, warum ich die Kabel so aufhänge, wie ich die aufhänge. Ich hänge die ja quasi hier oben rein, weil du hast ja hier so einen Vorsprung und dann hänge ich die hier so rein, weil wir hatten schon Kabel, da ist das Wasser hier irgendwo hinten reingelaufen. Und hier so zum Beispiel, ne? Und wenn du die so hinhängst oder je nachdem wie sie liegen, läuft das vorne rein. Und so kommt da gar kein Wasser dran. Und so gelangt auch kein Wasser. Also wenn vorne Wasser drin ist, gelangt das Wasser auch da rein. Aber die sind auch alle trocken. Ich kontrolliere das immer. Da kann ich jetzt, ja, ist trocken. Ist auch trocken. Ja, deswegen hänge ich die immer so auf, damit da Wasser reinkommt. Super, ne, Dirk? Du bist echt der Held. Hier ist alles gut. Habe ich schon kontrolliert.
Den Wagen haben sie gestern stehen lassen. Was ist das hier? Hab ich erzählt? Nein. Wegen der Rennerei. Wenn du irgendwann auf PKW hast, hast du erstmal Rennerei. Obwohl du nichts schuld warst, ne? Ist auch geil. Aber was nützt es? So, Kran ist natürlich komplett abgeschmiert. Haben wir ja vor, was haben wir gemacht? Woche? Anderthalb, zwei? Irgendwie sowas, ne? Machen wir mal wieder. Machen wir ein paar Stöße rein von dem Fett. Zu viel ist auch kacke, das kommt nämlich direkt auf den Gelenken wieder raus. Machst du so zwei, drei Stöße und dann müsste das gut sein. Habe ich jetzt die Erfahrung mit dem Kran hier gemacht in den Gelenken. Und dann ist das schick. So, warum fahrt ihr runter? So sieht das aus. 20 nach 7. Fahren wir jetzt mal gemütlich rüber. Und dann schauen wir mal, was die haben. Wo es hingeht. Pff, kicken wir ins, ne? Hauptsache Erbit, Junge. Hauptsache Erbit. Dann gucken wir mal, dass wir die mit unseren fahrerischen Leistungen, wenn wir so können, unterstützen. Du laberst eine Scheiße. Juhu! Schlüssel nicht erkannt. Ach so, ich weiß auch warum, weil der nämlich hier hinten, wenn der Schlüssel hier hinten drauf liegt, ne? Jetzt hat er ihn erkannt. Was sagt er dazu? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist schon total gut. Das nützt nichts. Wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt los. Der Hänger blieb schon quasi, ne? Da steht dein Auto immer noch quer hinten drin. Hä? Wieso steht dein Auto hinten quer drin? Kann mir mal einer erzählen, wieso? Früher morgen erstmal ein bisschen rumstehen auf der Autobahn. Oder ein bisschen rumstehen. Es läuft sehr, sehr langsam, aber ich denke mal, ab da vorne ist richtig Stau dann. Gucken, ob ich hier Freschen rausfahre. Normal fahre ich immer am Kreuz hinten raus, dann bist du schneller da. 20 Minuten habe ich noch. Ja. Noch läuft es da vorne, glaube ich. Müsste ich schaffen bis zum Kreuz. Ich glaube, wir fahren Aachener Straße. Ja, 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 ja. Ja. Das sieht gut aus. Dann laden wir mal. Die haben wir ja letztens auch dahin gefahren, ne? Ich weiß gar nicht, wie schwer ist eine. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. 5 hoch geht ja auch, je nachdem, wie schwer die sind. So, der Alex hat da Folie drüber gemacht. Hier ist auch alles gut. Das sind Lochplatten, ne? Die sind nicht so schwer. Ich nehme mal 10 Stück mit und dann ist das gut. Dann laden wir die erstmal ab. Ja, ja, ja. So, jetzt machen wir die noch fest hier. Kommen wir gut dran. Folie ist drauf, wunderbar. So, jetzt war ich hier bei der Bakery, wo ich ja immer hinfahre, wenn ich in Köln bin. Und das Geile ist, die haben keinen Thunfisch. Jetzt habe ich mir 2 Mettbrötchen geholt. Also ist der Tag im Arsch. Meine Laune ist im Keller. Nee, Quatsch. Ist ja trotzdem alles gut. Ich muss es gerade kicken. Hey, ich hasse das ja. So sieht das gut aus, oder nicht, Dirk? So können wir das lassen. Jetzt fahren wir wieder auf die Baustelle, wo wir letztes Mal auch schon waren, in Kölle ob die Aachener Straße. Was war das überhaupt? 744, genau. Da fahren wir jetzt wieder hin. Zack, machen wir uns klar. Der Spiel wieder hin.
jetzt gerade ein bisschen Snack, gell? Ja. Ja. Da sind schön dicke Zwiebeln da drauf. Das ist sehr gut. Wir sind jetzt da. Das ist das Gebäude hier rechts. Aber wir müssen rein vom Kopf. Lässt keiner. Mich lässt keiner. Ui. Ja. Junge. Würde ich sagen, ziehen wir uns die Jacke an. Und dann ballern wir mal das Zeug da vorne hin, dass die das reinziehen können. Ich würde sagen, alles wird gut. Was sagt ihr dazu? Mhm. Kann ich meine Kapuze ja mal rausholen hinten, wa? Guck mal. Was ihr sehen, ich habe noch 10 Paletten mit, die haben 10 gebracht. 10 gebracht, 10 geholt und Entschuldigung, und 11 Kranhub. Ich habe jetzt auch mal von dem Mann hier selber die Telefonnummer, weil ich habe nämlich normalerweise immer jemanden angerufen, der ja nicht hier auf der Baustelle ist. Und das war immer ein bisschen doof. Das mal so. Da kommt ein LKW rein. So, machen wir das jetzt mal. So, die Telefonnummer, die schreibe ich mir jetzt mal gerade in mein Buch, damit ich den Mann direkt anrufen kann. Baustelle Aachener Straße. Dann können wir jetzt total geil zurückfahren, würde ich sagen. Und dann haben wir noch irgendwie was anderes, sagt er. Mir ist warm. Komm, Fred. Okay. Das ist nicht gut. Aber ich müsste normalerweise auch rumkommen. Die passt. So, wir fahren uns zurück. Also erst sollte ich fragen, ob die noch mal eine Fuhre verkraften können heute. Aber dann hat der Büromensch gesagt, der Disponent von der Firma, wo ich fahre. Ich brauche nicht fragen, weil der hat noch was anderes. Die sind jetzt erstmal
bedient hier. Die haben gestern Abend irgendwie ganz spät noch hier angerufen und gesagt, dass die keine Lochplatten mehr haben. Also quasi auf dem letzten Drücker. Ja, aber jetzt haben sie wieder welche. Du brauchst nicht ganz so weit nach vorne, ne? Du brauchst nicht ganz so weit nach vorne. Du kannst ruhig einen halben Meter Abstand machen. Ja. Da muss man immer aufpassen hier wegen der Schiene. Die können das jetzt nicht schieben, weil sonst bleibt das nämlich hier hängen. Dann gehen die Paletten kaputt. Dann müssen wir das auf jeden Fall anheben. Bis über die Schiene und dann können sie noch ein Stück schieben. Ja, bis drüber, wunderbar. Kleines Stück noch. Jo, bitte. Sehr gut, dann machen wir die fest auf Winkel. Weil ich mich immer schon mal gefragt habe, hier steht ein LKW und der hat oben einen Lampenbügel drauf mit 4 rechteckigen Lampen, aber die sind vorne abgedeckt. Warum habe ich denn da einen Lampenbügel drauf? Also jetzt mal so rein Interesse halber. Ich finde das ja, dann lasse ich ihn doch ganz weg. Aber abgedeckt? Also auf jeden Fall Jumbo Fischerkappe vorne drauf. Ich versteh den Sinn nicht. So, 70 Kilometer noch, dann sind wir auf der Baustelle. Und fragen wir, ob wir die übereinander abheben sollen oder einzeln. Das wird er uns dann sagen und dann machen wir das. Und dann machen wir gleich erstmal gepflegt eine schöne Stunde Pause. Der Regen ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Kennt ihr diesen Nervregen? So ein Fisselskram nur, der dich nur nervt. Da hinten rät's und dann ist da direkt die Baustelle. Entweder sehen wir die Trockenbauer direkt oder wir rufen an. Okay. Bist du hier am Kapuzenhügel? Adresse ist hier vom Krankenhaus. Seht ihr, nee, wir dürfen ja nicht durch das Krankenhaus. Die müssen irgendwo da hinten in der dreigeschossige Gebäude. Alter, dann gib mir doch die richtige Adresse an. Die ist ja komplett falsch. Dann bist du am Suchen und dann wirst du am Telefon irgendwie noch, was heißt nicht blöd angemacht, aber die wundern sich, warum ich das nicht finde. Ist doch kein Wunder, ey. Fahr doch einfach weg hier, ey. Ist am Meckern, ey. Zicke. Eine Gleise entlang, ja toll. Aha. Da steht der, Alter, ich werd bekloppt, ey. Stehen wir hier drin, Junge, und haben abgeladen. Ja. Wenn der mir direkt auf den Schein geschrieben hätte, einmal bitte komplett hinten rumfahren, dann wäre das ja für mich alles gut gewesen. Aber da stand nichts auf dem Schein und deswegen habe ich von vorne 2-3 Mal angerufen. Ne? Das ist natürlich. Man muss es nur draufschreiben.
Das hier könnt ihr nicht sehen, hier geht es richtig steil bergauf und deswegen musste ich komplett hoch machen. Das ist nämlich tricky. Ich habe ja schon mal eine Stelle gehabt, da bin ich runtergefahren. Muss ich so runterfahren, so einen Knick runter. Und trotz alledem habe ich aufgesetzt, dass ich hoch. Also, ne, ich habe also. Ich bin auf dem Hof, mach den Anhänger dran. Also, ich bin schon dran gefahren. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, dass die Steckerchen alle trocken sind. Ich muss, glaube ich, noch die ganzen Winkel auf dem Anhänger wegmachen, weil ich gleich den Platz brauche. Ja, genau. Die ganzen Winkel müssen weg. Und dann muss ich die einsortieren. So, jetzt guckst du hier. Stecker alle trocken. Siehst du das? Gut, ne? Wir haben auf dem Anhänger noch zwei. Hier stehen 6 drauf. Das ist total gut. Wir fahren jetzt direkt zurück und lassen abladen von der Gladys. Gut, 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 gut. Den Anhänger haben wir schon leer. Hier vorne haben wir schon leer. Die letzten 3 noch. Nehmt die alle auf einmal. Wenn er dann schafft. Ja, schafft er. Oh, langsam. So. 3:30. Auf Wiedersehen.